So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht, um das mal auf Deutsch umzustellen. Das ist mir jetzt gerade gelungen. Ich habe hier schon ein bisschen durchgeklickt und habe mich da sehr enttäuscht. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gefunden, was ich überhaupt kenne. Ich habe, wenn ich ganz weit nach hinten gehe, ein Donkey Kong-Spiel gefunden, wo nur die Demo-Version funktioniert von. Also, wie das früher so war, wo den Kindern gezeigt worden ist. Wie man das spielen muss und dann spielt man, aber dann kam ich nicht mehr raus. Dann ist der Stick immer im Kreis gelaufen und ich musste den Fernseher bzw. alles ausschalten und neu anschalten. Da sind nur Spiele drauf, die kenne ich überhaupt nicht, wann die mal gespielt worden sind, keine Ahnung, ob das überhaupt deutsche Spiele sind, ob die überhaupt mal in Deutschland erschienen worden sind. Kann ich euch nicht sagen, kenne ich alles nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr weit nach hinten klicken müssen, um Spiele zu finden. Wie Donkey Kong und da läuft nur die Demo-Version, sodass ich echt abbrechen muss. Turtle Ship zum Beispiel. So, das wäre jetzt was. Turtles kennt man. Gehen wir mal rauf. Spiel kenne ich nicht. Ganz fair gehe ich da mal ran. Kenne das nicht. Ich habe bis jetzt noch keine Sega-Spiele großartig gefunden. Da sind irgendwie so komische Spiele drauf. Keine Ahnung, in welchem Land die mal produziert worden sind. So, auf OK euch drücken. So, das lädt er das. Seht ihr das? Braucht Ewigkeiten, braucht Ewigkeiten, braucht Ewigkeiten. Spielt er nicht ab. Habt ihr gerade gesehen? Macht er nicht. Versuchen wir es nochmal. Kann ja ein Fehler von mir sein. So, ich drehe es nochmal auf den Knopf. Schauen wir mal. Da überhaupt was kommt? Ne, kommt nichts. Funktioniert nicht. So, gehen wir mal weiter. Das scheint hier eine Mogelpackung zu sein. Da ist irgendwas raufgezogen worden, was irgendwo mal produziert worden ist. Die Sachen, die funktionieren nicht. Das ist hier riesiger Betrug. Und das ist so typisch diese Facebook-Sachen, die man da über die Werbung kaufen kann. Ob man da Kleidung kauft oder andere Sachen. Das sieht immer toll aus im Video und ist hinterher großer Betrug. So, mal irgendwas gucken, was ich hier vielleicht nochmal kenne, was ich vorher früher selber gespielt habe. Suche ich ehrlich gesagt mal. Mal so alte Sega-Spiele oder irgendwas. Also bis jetzt fühle ich mich da echt verarscht von. Kenne ich alle nicht. Donkey Kong 3 zum Beispiel. Donkey Kong kennt man. Habe ich früher als Kind nicht wirklich gespielt. Ich kenne das Spiel jetzt auch nicht. Jetzt steht aber irgendwas anderes. Habe ich gleich drauf gedrückt. Wollte ich gar nicht haben. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das testet er jetzt an. Das läuft scheinbar. So ist die Frage, ob nur die Demo-Version von läuft oder Ton haben wir auch nicht. Schauen wir mal, das an meinem Fernseher. Hat der Ton nicht laut genug? Nö, kein Ton. Ah, jetzt haben wir Ton, okay, gut. Das scheinen so chinesische Spiele oder japanische Spiele zu sein. Die Figur zeigt auch irgendwo irgendwas an, was man wahrscheinlich machen muss. Aber ist keine Chance, irgendwas zu tun. Die Controller funktionieren nämlich alle nämlich nicht, um die Spielfigur zu bewegen. Batterien habe ich reingetan. Ich kann ja komplett das Intro damit bewegen, aber nicht die Spielfigur. Geht gar nicht. Das scheint hier Riesenbetrug und Riesenbeschiss zu sein. So, genau, das habe ich, das konnte ich umstellen auf Deutsch. Gehen wir da nochmal raus, weil das Spiel wollte ich gar nicht zeigen. Aber ich kann die Figuren nicht bewegen. So, Donkey Kong. Das ist jetzt ein Spiel, was man vielleicht mal kennt. Gehen wir das mal rauf. Das war eben, was die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist, was sich gar nicht bewegen konnte. Wo nur die Figur sich bewegte. Braucht auch wieder Ewigkeiten zum Laden. Ja, das fängt genauso an wie eben auch. Der zeigt mir jetzt alles und dann läuft das von alleine runter. Und dann lief das immer im Kreis und ich konnte es nicht abbrechen, wenn man hier spielen wollte. Das bin alles nicht ich, ne? Das ist alles, das zeigt dir alles an, wie man so spielen sollte, was ja okay ist. Aber das war früher bei Gameboy oder Sega-Sachen, gab es das auch mal bei bestimmten Sachen, die ein bisschen hochwertiger waren, diese Nintendo-Sachen.
Aber das ist, dann konnte man abbrechen, ne? Kann ich hier gar nicht. So. Eben lief der ganze Zeit nur im Kreis, ne? Da hatte ich keinen Einfluss drauf, dass ich hier irgendwas umstellen konnte. Und der scheint schon wieder im Kreis zu laufen. Soll ich zuordnen, erster oder zweiter Spieler backen? So, kann ich aber nicht, weil der von mir hier nichts annehmen will. Egal, welche Steuerelemente ich hier drücke, da geht gar nichts. So. Push. Push Player 1, Player 2. So, ich nehme nochmal den anderen Player in der Hand, wenn ich auch sonst den verkehrten Player in der Hand habe. Aber auch da ist das so, egal welchen Knopf ich. Ah, da war das passiert. Ah ne, er startet wieder sein Video. Oder doch nicht. Nee, ich kann die Figur nicht bewegen. Ich kann die Figur nicht bewegen. Ich kann die Figur nicht bewegen. Ist egal, was ich drücke. Aber bis ich tot bin. Kann ich das. Bei den anderen Spielen war das auch so. Ich konnte von einem Karate-Spiel immer die Figur bewegen. Alles andere kann ich nicht bewegen. Und wir haben auch da wieder keinen Ton. Das scheint eine riesen Mogelpackung zu sein. Ein riesen Betrug. Typisch wieder so Facebook und die Sachen, die da Werbung machen. Das ist komplett mit Vorsicht zu genießen, diese ganzen Sachen. Hier, das wäre jetzt, glaube ich, ein Fußballspiel. Kenne ich nicht, habe ich nie gespielt. Mal irgendwie gucken, ob ich noch andere Spiele finde von früher vielleicht, was man dann immer wieder erkennt, was man selber gespielt habe. Tetris, da war irgendwas mit Tetris. So, Tetris sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Tetris haben wir doch früher mal gespielt. So, schauen wir noch mal jetzt in Tetris rein. Das simpelste Gameboy-Spiel aller Zeiten. Er lädt wieder Ewigkeiten. So. Von 92. Okay, waren die anderen Spiele gerade alle älter. Heißt scheinbar im Japanischen oder Chinesischen auch anders, das Spiel. Tja. Start drücken steht da. So, Start. Spielen wir mal in, keine Ahnung was. Da kann ich das Menü jetzt anwählen. Da geht das jetzt. Ja, sieht auch nicht aus wie Tetris. Das sieht auch anders aus. Die Frage. Ich kann die Figur. Ah, ich kann die Figur rechts bewegen, links nicht. Aha, der andere ist der andere Controller. Das wäre jetzt ein Spiel zu zweit, verstehe. Gut. Kann ich verstehen, dass ich den anderen dann nicht bewegen kann? Und das Spiel scheint dann zu laufen, ist aber kein Tetris. Auch da müssen wir mal rausgehen. Kein Spiel, was mir gefällt. Das ist Tetris. Das ist kein Tetris. Das ist irgendwas Ähnliches, Nachgemachtes. Das ist eine riesen Mogelpackung, das Ding. Also, alle Spiele, die ich nicht kenne, noch nie was von gehört. Batman hier, Batman sollte man doch. So, was ist denn Batman für ein Spiel? Wo gehört das hin? Also, die Sachen laufen alle nicht vernünftig. Oder das ist irgendwas Nachgemachtes. Ein Batman. So, Gotham City. Gut, das kann ich mir schon vorstellen. Sieht schon eher so aus wie mal so ein Spiel. Ja, das ist eine vernünftige Figur. Obwohl er da jetzt auch wieder alles selber macht, kann ich nicht die Figur beeinflussen, ne? Ich kann das nicht abbrechen. Wahrscheinlich wieder. Ich meine, das sieht schon ein bisschen besser aus, das Spiel. Ja, ich kann das immer neu starten. So, mehr.
Gang over, sagt er zu mir. Das ist schön. Aber ich kann das auch wieder nicht beeinflussen mit dem Controller. Nehmen wir mal den anderen Controller zu Hilfe. Aha. Jetzt kann ich das beeinflussen. Wenn nur gucken, ob man dieses Bild da wegkriegt. Okay, die Figur kann ich bewegen. Und dann steht da mal irgendwas. Okay. Hier kann ich fairerweise die Figur mal bewegen. Sieht aber irgendwie auch alles nachgemacht aus. Die sind besser in Englisch bestimmt wie ich. Ich kann da nichts mit anfangen, was er mir da erzählen will. Okay. Das Spiel scheint zu laufen. Gucken wir da, wie wir da rauskommen. Also ihr seht ja schon, ich lasse das Spiel jetzt hier mit euch zusammen ja schon fast eine Viertelstunde laufen. Das könnte ich wahrscheinlich spielen. Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, will ich das wohl glauben, dass das irgendwie geht. Aber das sind keine Spiele, die man so kennt, ne? Ich hätte noch nie ein Sega-Spiel hier drauf gefunden oder irgendwas. Also bis jetzt sind das alles Spiele, also ich habe da noch nie was von gehört. Ach, weiter geht's nicht, das ist das letzte Spiel oder was? Aha, okay, jetzt fängt er wieder von vorne an. Also sind da circa 700 noch was drauf? Da, nee, da sind noch mehr drauf, 1501. So, dann gehen wir das mal rückwärts. Von hinten nach vorne. Kenne ich alles nicht, kenne ich alles nicht. Kirby habe ich schon mal gehört. Kirby gab es doch mal als Gameboy-Spiel, oder? Täuscht mich das jetzt? Wollen wir das mal anmachen? Machen wir das nochmal an. Vielleicht haben wir das schon mal gesehen, gehört. Vielleicht benutzen sie die Originalnamen, nicht wie sie bei uns in Deutschland übersetzt worden sind. Mag ja alles sein. Schauen wir mal, was das für ein Spiel ist. Das ist auf jeden Fall ein Kirby. Das kann ich bestätigen. So. Das sieht aus wie ein Gameboy-Spiel. Und diese Figur kann ich bewegen. Gut. Damit kann ich leben. Das scheint ein Gameboy-Spiel zu sein. Testen wir das nächste an. Bei so vielen Spielen, vielleicht haben sie da so viele Spiele raufgekloppt und die sind, viele sind alt, haben die Originalnamen. Man muss sich da vielleicht mehr mit beschäftigen. Mein Fazit bis jetzt ist eigentlich sehr schlecht. Mag sein, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen muss und dass wir dann wirklich alle Spiele drauf haben, aber Tarzan zum Beispiel hier, okay? Ich habe jetzt noch kein Spiegel. Herkules. Herkules habe ich früher mal auf Sega gehabt. Vielleicht ist das ja. Schauen wir doch mal rein. Vielleicht kenne ich ja das. Vielleicht benutzen sie einfach nur die Originalnamen. In Chinesisch. Das ist ein Disney-Ding, okay. Schauen wir doch mal rein. Ja, das sieht aus wie ein Sega-Ding. Schauen wir doch mal rein. Ja, und die Münze erkenne ich auch wieder. Das ist, glaube ich, mal ein Spiel, das habe ich gespielt. Das ist ein Sega-Ding. Okay, auf jeden Fall. Ja, das Spiel kommt mir bekannt vor.
Ja, das kenne ich. Ja, das ist auf jeden Fall der Film dazu. Also auf Englisch. Aber das war früher, glaube ich, auch so. Schauen wir doch mal rein. Das müsste dieses Sega-Spiel sein. Ja, das ist dieses Sega-Spiel von früher. Genau das ist es. Musik sehr schlecht, wie man hört. Da muss der schon den Ton ausmachen. Also die Musik ist da sehr schlecht umgesetzt, Grafik ist da sehr schlecht umgesetzt. Obwohl das 4K sein soll. Gut, die Frage, mein Fernseher ist ein 3D-Fernseher. Ob das vielleicht am Fernseher liegt, dass der Ton da jetzt nicht gut rüberkommt. Die Figur kann ich auf jeden Fall jetzt bewegen, jetzt geht das. So, das war früher das Sega-Spiel von Hercules. Ja, das stimmt. Ich müsste das fairerweise nochmal auf einem anderen Fernseher ausprobieren, der vielleicht moderner ist. Gut, okay. Haben wir gesehen. Das ist wirklich mal ein Spiel, was ich von früher kenne. Das kann ich jetzt als positiv bewerten. Aber die haben ja nicht gesagt, dass man bestimmte Fernseher dafür braucht. Das ist jetzt zwar eine ältere Generation am Fernseher, aber man bekommt Combat kennen wir doch auch. Da kannst du dir noch aussuchen, welchen Mode Combat du spielen möchtest. Schauen wir doch mal rein. Das von 96. Das die ganzen Sega-Dinger sind. Ist natürlich so ein Ding, ne? Wenn die da Werbung mitmachen, dass das dann auf jeden normalen Fernseher läuft und dann nachher schlecht geht. Ich kann die Mühe erkennen, aber das ist alles. Von der Grafik her, vom Sound her, hört ihr das Rauschen dahinter? Also das ist mag sein, eines Englisch, bla bla bla, kommt das weg. Habe ich früher vom Game Boy auch was gemacht. Robo kommt weg 1, ja, vom Euro startet das. Mit einem Player starten. Wenn er das wieder mal gar nicht macht. Doch, macht er. Sucht sich irgendwie eine Figur raus, er wurscht. Ja, ob wir noch eine zweite haben, gut. Ja, noch eine zweite. So. Das ist wirklich auf dem Sega, das war doch das war da auch so. Okay. Das ist das erste Comeback. Das kann ich verstehen. Das hatte ich mal auf Sega gehabt. Lief da auch auf dem neuen Fernseher bescheiden. Das waren die Grafik her, diese alten Dinger, dass das einfach nicht geht. So, Figur kann ich bewegen. Gut, das will ich glauben. Grafik natürlich schlecht, ne? So, kann man verstehen, warum das damals verboten worden ist. Man kann da nämlich Blut sehen. Das hat damals bei Mortal Kombat dazu gereicht, dass man das auf dem Index hatte. Was natürlich heute lächerlich ist, aber das war früher so. Okay, kann ich jetzt verstehen. Da gehen wir jetzt auch mal wieder raus. Da sind alte Spiele drauf. Qualität ist natürlich, weil die auch so alt sind. Kann ja nicht am Fernseher liegen. Aber da habe ich gedacht, dass sie das ein bisschen besser hingekriegt haben. Ja, alles so Sachen. Die Frage, ob die jetzt einen anderen Namen haben. In Deutsch hießen sie denn oder auf Englisch dann nochmal anders. Alles Sachen, die ich wieder nicht kenne. Sagt mir der Name gar nichts. Zombie irgendwas. Das kennst du alles nicht. Japan, siehst du, da steht doch immer bei, ob welchen Land das wahrscheinlich kommt. Da oben, Japan. Das japanische Ausführung. Das sind so japanische Spiele, sind wahrscheinlich nie in Deutschland gekommen. Sind da wahrscheinlich auch alle mit drauf. Europäisch, da steht ja auch schon dahinter, dass es in Europa gespielt werden. Der junge Merlin.
Also so ist da wahrscheinlich alles drauf, aus jedem Land alles raufgekloppt. Bin ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht von, wenn das so ist, dann. Also ich würde es gerne zurückschicken wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre nichts für mich. Da ist der Ton doch nicht besser. Hört euch das mal an. Kann man mir doch nicht erzählen, dass es das am Fernseher liegt. Das ist richtig schlecht gemacht. Also wir hören nicht so auf. Wir hören das Video jetzt auf. Also mein Fazit, ganz ehrlich, ist, das ist nothing. Das ist gar nichts. Ja. Also, wieso ich das jetzt mache, ich sage euch ganz klar, ich gebe das zurück. Mir gefällt das gar nicht.